Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Und dann wird Koi hier gleich anpfeifen. So ist es. Schalkes U23 im Blau von links nach rechts und Felbert in Rot von rechts nach links bekommt hier direkt den ersten Freistoß. Über Albutat. Also sieht man hier wirklich gut. Felbert steht in den ersten Minuten ganz, ganz tief. Und vielleicht jetzt mit der ersten Abschlussmöglichkeit. Baluk tanzt da im 16er auf engstem Raum und findet da sogar den Abschluss. Übergewicht in dieser Anfangsphase gehört auch den Schalkern. Das war aber nicht unbedingt anders zu erwarten. Baluk! Und das 1:0 für Schalkes U23 mit einer fantastischen Variante. Und dann ist es Kelsey Aninkora Meissel, der die Ablage von Baruch fantastisch verwandelt. Und die Felberter hier ganz früh schockt. Sehr, sehr schöne Eckball-Variante von S04. Schmidt und wieder Baluk über Meissel und Amadin hat den Ball. Nelson Amadin, der kann übersteigen und der kann auch abziehen. Jovic ist da, nicht allzu gefährlich der Abschluss, trotzdem gute Aktion da von Nelson Amadin. Macht Temes. Die Standards sind gefährlich, aber Julius Paris schnappt sich den Ball. Schiebt Felberter mal höher auf, versucht früher zu stören. Schalke kann sich da aber befreien. Boboy mal mit einem Vorstoß, das sieht gut aus. Boboy auf Aninkora Meissel, macht er sein zweites Ding und wie er es macht. Kelsey Aninkora Meissel haut den da aber in die Maschen. Da hat Jovic sowas von überhaupt nicht zu halten. Und dann steht es jetzt 2:0. Vorarbeit von Tommy Boboy, der sich da ein Herz fasst und aus der eigenen Hälfte andribbelt bis kurz vor den 16er. Toller Pass dann auf Aninkora Meissel und der macht keine Gefangenen. Das Ergebnis sieht ähnlich aus nach 30 Minuten, zumindest die Tendenz. Macht Temes mit dem Ball, schiebe nah, könnt mal abschließen, legt nochmal quer und Herzenbruch. Mal gut gespielt von Felbert da im 16er der Schalker. Aber auch hier ist Julius Paris da. Vor dem Tor ist das Team heute sehr, sehr effizient. Toller Ball von Albutat auf Amadin. Klasse Bewegung, Nelson Amadin. Wieder gut gespielt von den Schalkern, die da ganz schnell vors Tor der Felberter kommen. Und der Schuss von Nelson Amadin besser als seine bisherigen Abschlüsse. Aber das ist logisch. Die Felberter natürlich müssen jetzt ein bisschen höher stehen, früher draufschieben und dann hat Schalke im Umkehrschluss automatisch mehr Räume. Apropos Räume, jetzt mal Machtemes, super Ball auf Hilga, nochmal auf Machtemes, Max Machtemes, kein Treffer, kein Treffer zeigt Koi an und da hat Schalke jetzt richtig, richtig Dusel. Der den Ball da noch bekommt. Riesenfehler von Jovic. Und Aninkora Meissel kann es noch nicht ausnutzen. Chance jetzt vorbei. Riesenbock da von Joran Jovic. Der da damit rechnet, dass der Ball ins Aus geht. Mit einer wichtigen Aktion. Jalo. Hemke.
Guter Wechsel auf Erwig Drüppel, der hat Platz. Rechts ist Biric. Da ist der Ball kurz aufgesprungen. Giallo! Mal mit dem nächsten Abschluss für Felbert. Duschke und Hemke mit einer guten Bewegung und viel Platz. Hemke traut sich da was zu. Der neue Mann, der Felberter, schon eine Belebung im Spiel. Auch wenn da natürlich immer noch mehr kommen muss. Und dann der Ball von Puboy humpelt da so über den Platz und Paris hat da ein bisschen Glück. Und jetzt Pierre-Michel Lasorga, super auf Amadine. Gut gespielt von den Schalkern. Lasorga auf Amadine. Da natürlich als erfahrener Spieler auch die junge Mannschaft an. Lasorga, gute Bewegung. Pierre-Michel Lasorga hat jetzt auch seinen ersten Abschluss. Dicke, dicke Chance für S04. Tonje macht das gut. Vielleicht nochmal Lasorga. Nochmal auf Anu Bodem, Lasorga, toll auf Amadine! Der da in den Ball hechtet und dann ist es abseits. Aber das wäre ein Top-Schlusspunkt gewesen für die Schalker hier. Nelson Amadine nach der guten Flanke von Lasorga. Und das war's hier also. Die U23 des FC Schalke gewinnt mit 2:0 gegen Felbert. Und der Aufsteiger jetzt also mit dem Rücken zur Wand. Der Abstand auf das rettende Ufer wird immer größer, die Spiele immer weniger.